So Leute, ich werde euch einen Tipp geben, was euch, sage ich mal, locker 1000 bis 1500 Euro ersparen kann an Reparaturkosten. Denn wenn ihr zu BMW fahrt, BMW, die nehmen also für Elektronik, für mechanische Sachen nehmen die ein bisschen weniger, aber für Elektronikprobleme sind das so locker 200 Euro die Stunde, Stundenlohn. Und das kann bis zu 5, 6 Stunden in Anspruch nehmen, da alles rauszufinden. Eine mögliche Ursache für Wasserschaden ist nämlich diese Regenwasserabführrille. Und zwar, wenn ihr unter Bäumen parkt und das Ding ist voll mit Blättern, das kann ja schon mal passieren im Herbst irgendwie, was, dass in kürzester Zeit sehr viel Blätter und Äste runterfallen, dann kann das sein, dass hier das so verstopft, dass das Wasser, wenn es dann sehr, sehr stark regnet, dass das dann so nach oben kommt und dann eventuell hier durch die porösen Löcher bzw. durch die Löcher rein fällt das Wasser. Und jetzt guckt euch mal an. Anscheinend, also ist eine mögliche Ursache. Hier ist diese ganzen Elektroniksachen hier, Navigation und so weiter und so fort, diese ganze Elektronik, Platinen und so weiter und so fort. Und wenn ihr guckt, da ist irgendeine gelbe Flüssigkeit. Also ein Kollege, der sich ein bisschen auskennt, meinte, eventuell hast du einen Wasserschaden dadurch bekommen. Hier oben sind, wie gesagt, diese Platinen. Das ist ein 745er Baujahr 2003. Also hier kann schon mal was passieren, ne? Dass da irgendwas reingelaufen ist, beziehungsweise auch hier oben, dass da was porös geworden ist. Jedenfalls müsst ihr immer gucken, dass hier kein Dreck ist. Ja, beziehungsweise Blätter und Äste und so. Das kann sich innerhalb kürzester Zeit, wenn Starkregen kommt, dann überlaufen und eventuell hier reinlaufen. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Hier auf der anderen Seite genau dasselbe, ne? Ihr müsst immer gucken, dass da relativ sauber ist, dass das Regenwasser ablaufen kann, weil hier sind ja diese ganzen Sicherungen, auch Elektronik, und darunter sitzt auch die Batterie. Ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Ursache, die ich euch nennen kann. Oder eventuell habt ihr Wasserschaden, kann passieren, muss nicht. Hier oben, dass ihr mal eventuell ein bisschen was offen gelassen habt durchs Schiebedach, beziehungsweise dass da was porös geworden ist oder wie auch immer. Jedenfalls. Ja, das kann euch Tausende von Euros, Tausende von Euros nicht, aber auf jeden Fall 1000 bis 1200 Euro kosten, sozusagen das von BMW prüfen zu lassen. Dementsprechend abonniert diesen Kanal. Heute gibt es noch ein Trainingsvideo. Wir sehen uns. Bis dann.